Einen wunderschönen guten Abend zu einem neuen und mal etwas außergewöhnlichen Video. Auf Mallorca. Im Südwesten. Aus Costa de la Calma. Hohe Wellen schlagen an die Felsen. Ein schöner Tag endet. Und die Sonne geht hinter den Bergen Richtung Andratx runter. Ein traumhaftes Bild. Die Bucht hier ist prall gefüllt mit Menschen. Da drüben, wo die Sonne untergeht, ist Cala Funells. Und es ist in auf Mallorca, sich solche Sonnenuntergänge anzusehen. Bei einem Gläschen Wein. Den Abend ausklingen lassen. Hier, die Bucht ist prall gefüllt. Ja, auch dieser Tag lieferte wieder über 30 Grad auf Mallorca. Meistens blauer Himmel, aber auch hin und wieder mal ein Wölkchen. Heute Abend ist nichts mehr davon zu sehen. Wie man sieht. Und da die Sonne glutrot verschwindet, kann man davon ausgehen, dass morgen wieder ein schöner Tag auf Mallorca sein wird. Ja, wir haben den 4. August und das ist ein Monat, wo manche Orte richtig voll sind, so wie hier. Manche Orte aber auch ordentlich Nachholbedarf haben, wo einfach noch viele Touristen fehlen. Und heute gab es keine schönen Meldungen aus der Region Calvia. Ein Seniorenheim wurde stark mit dem Virus befallen und ca. 18 betroffene Personen in diesem Seniorenheim trotz Impfung. Und das betrifft die Gemeinde Calvia. Dazu gehört Pagera, dazu gehört Palmanova, Magaluf, so die ganze Ecke Santa Ponsa. Calvia. Also werden die Zahlen weiter hochgehen und weiter hoch bleiben auf Mallorca. Wie sowas zustande kommt, ja, das weiß irgendwie keiner. So viel aber zu diesen unschönen News. Ansonsten einfach mal auf die untergehende Sonne achten und den Abend genießen. Thank you.
Und da drüben ist Santa Ponsa. Ja, noch halt ist die Sonne zu sehen. Gerade von hier ist der Anblick wirklich immer faszinierend. Dieses Bild ist echt richtig schön. Und deswegen ist diese kleine Bucht auch so beliebt. Ich würde sagen, zu 90% sind hier Spanier. Tja, und jetzt ist die Sonne fast verschwunden. Nur noch das orange-rote Leuchten lässt vermuten, wo sie untergegangen ist. Dennoch werden die Leute hier sitzen bleiben, wie an vielen schönen Abenden. Manche bringen ihre Sachen mit, die sie hier verkonsumieren. Viele holen es im Chiringuito. Was sie so brauchen. Ja, und ganz ehrlich, diese etwas höheren Wellen, die hier an die Felsen klatschen, also selbst da hinten auf der kleinen Badeinsel, die da so ein bisschen, man sieht sie schlecht, da hinten an der Ecke, in der Mitte des Bildes ist sie, da führt ein kleiner Steg rüber, selbst die wird immer von den Wellen überflutet. Noch geht die Sonne früher unter als in Deutschland auf Mallorca. Und das wendet sich nachher in den Wintermonaten, dann ist es hier bis zu einer Stunde länger hell. Und da oben ist der Piratenturm. Über den jetzt schon viel hier geschrieben wurde und gesagt wurde auf Georges Kanal. Ja, wenn man nicht wüsste, dass es live ist, würde man sagen, das ist ein Postermotiv. Irgendwie hat das einer gemalt. Aber nein, es ist wirklich live. Ungefälscht. Wer hier Sand sucht, ist hier vergebens. Hier gibt es viel, viel harten Felsen.
Und der harte Felsen, der zieht sich auch hin bis da hinten. Ganz rechts im Bild. Da geht der Felsen noch herum. Und dann, so wenige Meter weiter, kommt dann der Sandstrand von Pagera La Romana. Deswegen, weil man so zwei Konkurrenzorte hat, wie links Santa Ponsa und rechts Pagera, nimmt Costa de la Calma mal keiner wahr. Hat Geschäfte technisch nicht so viel zu bieten. Aber so vom Erholungsgrad hier in dieser kleinen Bucht, die sich auch noch nach links und rechts ein bisschen ausweitet, ist das schon einzigartig. Und übrigens, abends ist es hier am lautesten. Ganz entgegengesetzt zu den anderen Buchten oder Stränden auf Mallorca. Weil es einfach in ist, sich hier abends zu treffen, seine Sachen mitzubringen, mit Freunden zu sitzen, bis es dunkel wird, bleiben die Leute hier. Ja, jeder Ort für sich auf Mallorca ist einfach einzigartig. So wie dieser Ort sind das auch viele andere Orte auf Mallorca. So wie zum Beispiel die Cala Estellencs, die ich heute vorgestellt habe, einfach ein so wunderschöner Ort ist. Dort kann man jetzt übrigens diesen Sonnenuntergang noch einen Tick länger beobachten. Weil dort die Sonne im Meer verschwindet und nicht so wie hier oberhalb der Berge. Also sollte man einfach mal hinfahren und von Estellencs darunter gehen. Oder auch die Cala Valdemossa, die ja auch einzigartig ist. Ja, das hat die Seite der Insel, die Westseite der östlichen Seite eben voraus, diese wunderschönen Sonnenuntergänge im Meer. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Jedes Video hat so irgendwie seinen Reiz, ob es nun das Video am Morgen ist vom ruhigen Strand oder wie zum Abend etwas lauter. Von der untergehenden Sonne. Ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Verabschiede mich bis zum nächsten Video. Sage tschüss, adios und bye bye. Und bitte, bitte den Daumen hoch und das Abonnieren nicht vergessen. Das wäre ganz lieb von euch. Also, bis dann. Euer Jörg. Ja, komm, es war sehr, weil wir ja mal die Bahn im Programm, wo ich im Portier ja.